In den vergangenen Ausgaben ist euer Lieblingsthema leider etwas zu kurz gekommen. Daher habe ich heute ein ganz ausführliches Starship-Update für euch. In Boca Chica tut sich jede Menge und das möchte ich mir heute ganz genau mit euch ansehen. Unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, denn da habe ich noch eine Tanzeinlage vom Göttervater Zeus für euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Viel Spaß mit diesem Video. Wenn du neu in der Starship-Szene bist und noch nicht genau weißt, was es ist und wie es funktioniert, dann habe ich genau das richtige Video für dich produziert. Das kleine Starship-Handbuch wird dir einen guten Überblick verschaffen. Das Video findest du hier in der Infobox verlinkt. Was mit Starship SN 16 und 17 los ist, schauen wir uns gleich an. Davor möchte ich gerne einen Blick mit euch nach Boca Chica werfen. Dort geht es rund. Nachdem SpaceX es geschafft hatte, SN 15 zu landen, gab uns Elon über Twitter einen Hinweis, dass dieser eventuell wieder fliegen könnte. Als die Mitarbeiter diesen Prototyp dann auf den Teststand B stellten, konnte es die Szene kaum abwarten, dass dieser wieder fliegt. Aber auf dem Teststand wurden SN15s Triebwerke ausgebaut und nach MacGregor, Texas zur Überprüfung und Servicierung geschickt. Nicht lange danach wurde es auf einen Transporter gehievt und in die Nähe der Produktionsstraße zur Raffinerie gebracht. Sollte SN15 wirklich noch fliegen, was ich nicht glaube, dann wird es sicher nicht bald passieren. Ich denke eher, dass SN15 als erster gelandeter Prototyp hier hinter dem Starbase-Schriftzug als Denkmal hingestellt wird. Das könnte eines der coolsten Denkmäler unserer Lebzeit werden. Starbase ist der Name der Stadt, welche dort entstehen soll, wo heute Boca Chica ist. Auch die Gegend zwischen Boca Chica und Brownsville wird in den kommenden Jahren einige Infrastrukturprojekte erleben. Denn Elon möchte Starbase zu einer attraktiven Stadt für neue Mitarbeiter machen, da die Anzahl der Mitarbeiter in den kommenden Jahren um Tausende steigen soll. Auf der Webseite von SpaceX sehen wir die offenen Stellen, die sie besetzen möchten. Nahezu jeder erdenkliche Job ist hier zu finden. Ein Posten, der bereits besetzt sein dürfte, da er nicht mehr auf der Webseite zu finden ist, war der des Ressortentwicklers. Eine Position, die sich ausschließlich damit beschäftigen wird, wie man Starbase am besten zu einer attraktiven Stadt machen kann. Das wird der Traum eines jeden Projektmanagers sein, eine Stadt aus dem fast nichts aus dem Boden zu stampfen. Warum SN15 doch nicht fliegt, kann ich euch gerne sagen. Jeder Testflug hat zur Folge, dass alle Bauarbeiten am orbitalen Startplatz angehalten werden müssen. Und da SpaceX nun den riesigen Meilenstein erreicht hat, nämlich einen Prototyp sicher zu landen, liegt ihr Fokus nun auf dem nächsten Meilenstein. Und zwar auf dem orbitalen Testflug von SN20 und einem Super Heavy Booster. Dieser soll zwischen Juli und August stattfinden. Zum Entwicklungsstand von Super Heavy kommen wir gleich noch. Wir schauen uns jetzt an, was alles passieren muss bzw. schon passiert ist, bevor ein orbitaler Testflug stattfinden kann. Zum Thema orbitaler Testflug habe ich schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch ebenfalls hier in der Infobox. Wenn wir bedenken, dass sie vor nicht einmal 3 Jahren begonnen haben, an Starhopper zu basteln, dann ist das ein rasanter Fortschritt. SpaceX entwickelt hier in einem Tempo, das es bisher noch nicht gegeben hat. Anhand dieser Grafik von Brandon Lewis sehen wir, welche Prototypen sich gerade im Bau befinden. Hier links sehen wir in erster Linie 5 sogenannte GSE-Tanks. GSE oder GSE steht für Ground Support Equipment. Das bezeichnet Hardware, welche nur indirekt für Flüge benötigt wird. In diesem Fall handelt es sich um Lagertanks für Methan, Sauerstoff, Stickstoff und Wasser. 2 dieser GSE-Tanks sitzen bereits auf ihren Fundamenten in der Tankfarm beim orbitalen Teststand. Diese Tanks sind baugleich zu den Starship-Prototypen, nur fehlt ihnen die Flughardware. Insgesamt soll es später 2 derartige Tankfarmen geben. Wenn wir uns weiter umschauen, sehen wir diese gigantischen Zylinder. Diese werden dazu dienen, die Lagertanks zu isolieren. Jeder Tank hat einen Durchmesser von 9 Meter.
Die Isolationszylinder sind mit einem Durchmesser von 12 Meter noch größer. Wie das aussehen soll, sehen wir dank den Animationen von Ove von SpaceX 3D Creation Eccentric. SpaceX möchte den Treibstoff zumindest teilweise selbst in der Raffinerie neben der Produktionsstraße herstellen und mit Pipelines zur Tankfarm schicken. Der Zwischenraum von Tank und Schale wird dann vermutlich mit einem isolierenden Material oder Stoff gefüllt werden. Ich denke, dass es ein Gas sein wird, welches man, falls notwendig, ablassen kann, um eventuelle Reparaturen durchführen zu können. Argon zum Beispiel würde sich hier gut anbieten. Es ist das in der Erdatmosphäre häufigste Edelgas, hat bessere Isolierfähigkeiten als Luft und ist wesentlich günstiger als Helium. Oder Sie nehmen einfach Xenon, weil das hat eine noch geringere Wärmeleitfähigkeit. Auch Teil der Tankfarm sind diese Wärmetauscher. Zumindest glaubt man das in der Szene. Es sieht so aus, als würden insgesamt 8 davon installiert werden. Diese dienen dazu, überschüssigen Treibstoff zu kondensieren, um den Verbrauch nicht unnötig zu steigern. Ein derartiger Kondensator steht auch in der alten Tankfarm. Falls ihr euch mehr von Oves Animationen anschauen wollt, dann verlinke ich euch seinen YouTube-Kanal und seinen Twitter-Feed unten in der Beschreibung dieses Videos. Danke Ove für die grandiosen Animationen. Wenn wir in den Hochschutz schauen, sehen wir, dass SN16 fix und fertig zur Seite geschoben wurde. Das lässt darauf schließen, dass im Moment der Bau der GSE-Tanks Vorrang hat. SN16 ist fast baugleich zu SN15. Seine Aufgabe wäre es gewesen, im Falle dessen, dass SN15 versagt, schnell einsatzbereit zu sein, um die Landung zu schaffen. Ich glaube sogar, dass es sein kann, dass SN16 bald auf dem Schrottplatz landen wird. Das Schrottplatzschicksal blüht SN17 auf jeden Fall, denn dieser Prototyp wird sicher verschrottet werden. Daher sehen wir, dass SpaceX-Mitarbeiter hier einige barbarische Experimente an diesem armen Vehikel durchführen. SN18 und 19 werden gar nicht erst in Angriff genommen. Der nächste Prototyp, der gebaut wird, ist SN20. SN20 wird viel mehr aushalten müssen als seine Vorgängermodelle. Hier sehen wir eine fast komplett mit Hitzeschildkacheln bedeckte Sektion von SN20. Sogar diese Kuppel, welche für SN21 gedacht war, wurde umgewidmet, um den Bau der GSE-Tanks voranzutreiben. Lass mir doch gerne ein Like da, wenn dir diese Ausgabe gefällt, und abonniere den Kanal, damit du in Zukunft kein weiteres Video mehr verpasst. Und schreib mir doch gerne deine Gedanken in die Kommentarsektion, das hilft mir, dich besser zu verstehen. Wenn dir gefällt, was ich mache, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du mich auf Patreon besuchst und mich dort mit einer Mitgliedschaft unterstützt. Das hilft mir, mehr Content für euch zu produzieren. Könnt ihr euch noch an dieses bizarre Frachtsegment erinnern? Es hat seine Dienste getan und wurde bereits zurück zur Werkstraße gebracht und wartet wahrscheinlich auf seine Verschrottung. Werfen wir nun einen Blick darauf, wie es um Super Heavy steht. Wie wir wissen, wurde der erste Super Heavy Booster, auch genannt BN1, bereits gebaut und verschrottet. Dieser diente nur dazu, herauszufinden, wie man ein derartiges Gebilde am besten baut. BN2 wurde ebenfalls gebaut und SpaceX dürfte draufgekommen sein, dass BN2s Architektur nicht genügend ist. Daher wurde dieser kurzerhand einfach zu einem Pathfinder bzw. einem Testtank. Der Testtank 2.1 befindet sich jetzt in einer Testphase. Sie haben nun mit dem Bau von BN3 begonnen. Der wahrscheinlich größte Unterschied zwischen den beiden ist, dass der Methan- und Sauerstofftank den Platz getauscht haben. Elon hat uns per Twitter wissen lassen, dass es wohl wegen dem Gewicht der beiden Stoffe geändert wurde. Die Raptor-Triebwerke verbrennen nämlich zu 78% Sauerstoff und zu 22% Methan. Bedeutet, dass der Sauerstofftank wesentlich größer und damit auch schwerer ist. Ich denke, dass es absolut Sinn macht, sonst müsste man enorme Mengen an flüssigem Sauerstoff vom oberen Tank nach unten zu den Triebwerken befördern. Auf den ersten orbitalen Testflug vorbereiten heißt einerseits, den Stand fertigzustellen, aber andererseits auch den Boosterflug tauglich zu kriegen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht, ob Super Heavy zuerst kurze Flüge auf einige hundert Meter machen soll. Dank NASA Spaceflights Aufnahmen haben wir diesen Schubsimulator entdeckt. So etwas kennen wir von der Starship-Test-Kampagne. Bevor die Triebwerke aufgehängt werden, nutzt SpaceX hydraulische Pressen, um den Druck der Triebwerke auf die Triebwerksaufhängung, ich sage auch gerne Schubadapter, zu testen. Denn diese Pressen sind wesentlich günstiger als laufende Triebwerke. Zu diesem Schlagwort habe ich auch etwas für euch.
Dieser Verteiler wurde gesichtet. Wofür er wahrscheinlich ist, sollte ganz klar sein. Dieses Ding wird den Treibstoff gerecht auf alle durstigen 29 Triebwerke von Super Heavy verteilen. Der letzte Stand war ja, dass der Booster mit 28 Triebwerken arbeitet. Aber laut diesem Tweet von Elon werden zunächst 29, also ein Triebwerk in der Mitte umkreist von 8 Triebwerken, und dann noch ein Kreis von 20 Triebwerken. Dank der grandiosen Arbeit von Stanley Creative haben wir diese unglaubliche Animation und können uns das aus allen Perspektiven ansehen. Später sollen weitere 3 Triebwerke dazukommen, um zu 32 einen gesamten Schub von 7500 Tonnen zu erzeugen. Wie weit ist die orbitale Startrampe jetzt? In den vergangenen Tagen haben die Arbeiter mit Hilfe des Liebherr LR11350 den Turm um diese beiden gigantischen Segmente erweitert. Diese wurden im Vorhinein in der Nähe der Produktionsstraße vormontiert. Dieser Kran wird in der Szene auch gerne Frankencrane genannt, angelehnt an den Film Frankenstein, weil da das Monster auch so zusammengeflickt war. Aber weiß denn keiner, dass Frankenstein nicht das Monster, sondern der verrückte Arzt war? Die meisten Arbeiter werden mit diesen Liften zu ihrem Arbeitsplatz in der schwindelerregenden Höhe gebracht. Manche müssen die Treppen nehmen. Für die Zukunft wurde aber auch schon ein Aufzug im Inneren des Turms installiert. Es ist aber noch nicht klar, ob es sich hier um den endgültigen Aufzug handelt oder nur um einen Arbeitslift. Es wurden auch einige dieser massiven Dieselgeneratoren angeliefert. Vielleicht sind das die Notfallgeneratoren für den Fall eines Stromausfalls. Oder die Produktion und Kühlung der Treibstoffe benötigt weit mehr Energie, als die Solaranlagen liefern können. Werfen wir nun einen Blick auf die Produktionsstraße. Die Bar im Dachgeschoss vom Hochschutz bekommt eine Glasfassade. Stelle vor, du sitzt dort oben bei einem leckeren Drink und siehst dir einen routinemäßigen Flug an. Mary von NASASpaceflight.com hat diese Kuppel gesichtet. Dieser hat einen Adapter für ein vakuumoptimiertes Raptor-Triebwerk montiert. Jetzt, wo ich das so sehe, denke ich, dass SpaceX diesen Adapter auch testen möchte, bevor sie im All zum ersten Mal feuern. Das könnte den orbitalen Testflug auch noch einige Wochen nach hinten verschieben. Aus der Luft erkennen wir diese große planierte und betonierte Fläche neben dem Hochschutz. Ich glaube, wir stehen kurz davor, richtig große, fix montierte Gebäude zu sehen. Es ist vorstellbar, dass hier ein Produktionsgebäude in der Höhe vom Hochschutz hingestellt wird. Was früher oder später auch passieren muss, ist, dass die Zelte mit Gebäuden ersetzt werden. Das könnte bald passieren. Und nun noch zum versprochenen Tanz vom Göttervater Zeus. Hier sehen wir SpaceX's Roboterhund Zeus aus dem Hause Boston Dynamics, der eine Tanzeinlage für die Kameras hinlegt. Geil, oder? Ja, oder es war Apollo, denn SpaceX hat inzwischen 2 dieser Roboter und man kann sie leider kaum voneinander unterscheiden. Auch in Boca Chica selbst wird gebaut. Hier sehen wir die Vorarbeiten für eine weitere Straße. Kann es sein, dass SpaceX beginnt, hier weitere Häuser für Mitarbeiter zu bauen? So, meine Lieben, das war's jetzt von mir. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.